Ich machte mich auf den Weg in die Küche, als mir plötzlich ein Mann in die, als also sehe ich mir plötzlich einen Mann. Was soll das denn hier werden, wenn ich fragen darf? Wenn die Neue meint, hier ein Chaos fabrizieren zu müssen, hat sie sich ordentlich geschnitten. Ist das Marys Vater? Aber ich glaube, ich habe die mal in... Nee, das ist ein Zitaurus. Nee, Zitaurus hat dann einen ganzen Pferde. Aber wie? Ich habe Percy Jackson hier, hier sein komischer Freund mit den Hörnern. Ich weiß nicht, bloß nicht mehr, wie er hieß. Mist, man hatte mir doch gesagt, heute wäre niemand da. Und vor einer Minute war der Raum auch noch menschenleer. Also? Naja, ich wollte was kochen. Neffa flüsterte mir zu, dass dies der Küchenchef der Garde sei. Nun lernte ich ihn endlich mal kennen. Süß, boah, das Bäuchlein so um. Kochen? Du willst kochen können? Was für ein ausgemachter Schwachsinn. Und was schwebt dir da so vor? Ich wollte Ofenkartoffeln machen. Im Ofen? Ehrlich, sowas kannst du? Zuerst gare ich die Kartoffeln mit einer schlichten Marinade aus Pfeffer und Salz, dann halbiere ich sie, hülle die Hälften etwas aus und vermische das Innere mit dem Fleisch, um die Füllung herauszustellen. Ich glaube nicht, dass er gefragt hat, wie sie sowas macht, sondern nur gefragt, ob sie das kann. Die Füllung? Ja, zum Schluss gebe ich die Füllung auf meine Kartoffeln und schiebe sie ein weiteres Mal in den Ofen. So wird nicht nur das Fleisch gegart, sondern die Kartoffeln werden auch überbacken. Das funktioniert nie im Leben. Lassen Sie es mich doch versuchen. Damit du kostbare Lebensmittel verschwendest? Wenn ich es vermasse, verspreche ich, eine Woche lang nur noch die kleinstmöglichste Tagesration zu essen. Er schien über mein Angebot nachzudenken. Oh Gott, dieser Blick. Na schön, aber ich werde euch beide beaufsichtigen. Und ihr arbeitet an den Tischen. Es steht außer Frage, dass ich euch meinen Arbeitsplatz verwüsten lasse. Ich brauche aber Zugang zum Herd und zum Ofen. Ich bleibe hier. Okay, klar. Wir setzten uns an den nächstgelegenen Tisch. Nefra sah mich mit großen Augen an. Was ist denn? Ist dir klar, in welchem Ton du gerade mit Karuto geredet hast? Ich habe doch ganz normal mit ihm geredet. Ja, eben. Warum? Was hätte ich denn... Hätte ich das denn nicht tun sollen? Wie erkläre ich dir das? Karuto ist jemand, den du nur mit Samthandschuhen anfassen solltest. Es überrascht mich übrigens, dass er nicht sehr viel lauter geschrien hat. Hier sind ja alle mega empfindlich. Echt unfassbar. Ich würde es eher cholerisch nennen. Cholerisch. Na, ich finde, so langsam sollten mal alle runterkommen. Das fängt echt an, mir auf die Nerven zu gehen. Na, ich muss zugeben, so langsam werde ich auch etwas cholerisch. Ich nehme das erste, ist mir auch egal. Du bist echt süß, wenn du dich aufregst. Ich reg mich nicht auf. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse es, wenn man mir sagt, ich soll mich nicht so aufregen. Und ich rege mich gar nicht auf. Ich hasse das. Genau so kommt mir das hier gerade vor. Aber wenn ich euch alle so herumbrüllen höre, dann fühle ich mich wie der einzige vernünftig denkende Mensch in der Bande von Hysterikern. Genau genommen bist du ja auch der einzige Mensch hier. Daran gewöhnt man sich schnell. Und dennoch, ich kann dir nur raten, dich vorzusehen. Eines Tages wird er dir dafür ans Leder wollen. Ohne dass du noch weißt, weswegen. Haha. Du redest von ihm, als wäre er ein berüchtigtes Monster. Ja, ein bisschen, ja. Ich werde schon aufpassen. Nachdem wir das Problem Karuto ausreichend besprochen hatten, machte ich mich daran, das Essen vorzubereiten. Ich würzte die Kartoffeln, ohne sie zu schälen, und überließ Nefra das Zwiebelschälen.
weil ich dabei immer weinen musste. Ich kenne die Episodenbilder schon, also. Also wenn ich hier nur so, wenn ich das hier so alles lese, dann könnte ich vielleicht in dieser Episode sogar kochen lernen. Okay, ein Rezept. Ich gebe es dir zu. Erstaunlicherweise tat er wie geheißen, ohne auch nur ein einziges Mal zu widersprechen. Dabei hatte ich gar nicht gefragt, ob er mir helfen wollte, sondern ihn einfach eingespannt. Er legte lediglich seinen Schal wieder an und erklärte, er habe den Geruch dieser Zwiebeln noch nie leiden können und aus nächster Nähe sei es sogar noch schlimmer als gedacht. Ich mag Zwiebeln. Oh, er heult. Ich sah, wie er sich hastig eine Träne aus dem Augenwinkel wischte und konnte mit Mühe und Not ein Lachen unterdrücken. Und die Zähnchen, wie süß! Das bitteschön. Mach dich nicht darüber lustig. Ich kann nichts dafür, dass sich... Ich kann nichts dafür, dass sich diese Dinger... Das sind diese Dinger. Lesen will gelernt sein. Das sind diese Dinger. Das ist ganz normal. Zwiebeln haben diese Wirkung auf fast jeden. Tausend Dank für diese tolle Aufgabe. Keine Ursache. Ich muss sagen, ich kenne ja die Episodenbilder. Und bei den Jungs mit dem Episodenbild gefällt mir das von Nefra tatsächlich am besten. Also ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt die Nefra-Route mehr oder weniger freilich, also eher sehr, sehr weniger freilich bekommen habe, weil ich habe dann wenigstens das Episodenbild bekommen. Und das ist eigentlich auch noch das am schönsten. Hey, ist da kein richtiger Griff am Messer? Da rutscht man doch leicht ab oder so. Oder nicht? Naja, egal. Keine Ursache. Seltsamerweise empfand ich es als überaus angenehm, die Zeit so mit ihm zu verbringen. Wir kamen schnell voran und waren bereits bei dem Schritt, die Kartoffeln aufschneiden und mit dem Inneren der Füllung herstellen. Aha. Angelangt. Die Kartoffeln waren brennend heiß, aber zum Glück war ich es gewohnt, noch heiße Lebensmittel zu verarbeiten. Wenn ich sie in die Hand nahm, spürte ich so gut wie kein Brennen. Bei Nefra sah die Sache allerdings anders aus. Hä? Selbst wenn man... Die sind ja kochend heiß! Wie kannst du sie anfassen? Benutze notfalls deinen Schal, um deine Finger zu schützen. Ich für meinen Teil bin es einfach gewohnt, mit meinen Eltern zusammen zu kochen. Du hast echt Glück, dann überlasse ich dir das mal. Alles klar, gib mir bitte den Löffel. In dem Moment, als Nefra mir den Löffel reichte, streifte so dieses elende Klischee. Streifte seine Hand leicht die meine. Zum ersten Mal löste die Berührung seiner leicht kalten Haut ein schönes Gefühl in mir aus. Nein. Leute, das bin nicht ich, das ist die Gardi, ne? Nur um das mal zu Protokoll zu geben. Das ist die Gardi. Ich wurde rot, ohne genau zu wissen, warum. Gardi, nicht ich, Gardi, okay? Protokoll, bitte aufschreiben, damit das festgehalten wird. Was macht ihr denn da? So. Oh Gott, das war Karuto. Er hatte mich vor Schreck schreiend aufspringen lassen. Na, das siehst du doch, wir bereiten das Essen zu. Also, wir wollten jedenfalls gleich weitermachen. Was ist das denn für ein Zeug? Er deutete auf die Füllung. Das ist eine Füllung. Er nahm sich einen Löffel und kostete. Hä? Aber das ist ja eklig, ganz matschig. Und außerdem habe ich euch beobachtet. Deine Technik war der reinste Schwachsinn. Das ist normal. Es wird heiß gegessen. Und meine Technik war durchaus korrekt. Du wirst schon sehen, wenn das Essen erstmal fertig ist. Würde mich überraschen, wenn das schmeckt. Du solltest das hier noch dazugeben. Er reichte mir ein Fläschchen mit Flüssigkeit und ich roch daran. Dann ging er. Ich beschloss, auf Karuto zu hören und gab ein paar Tropfen der Flüssigkeit auf die Füllung. Es veränderte den Geschmack
Eindeutig, aber nicht zum Schlechten. Eigentlich schmeckte es sehr interessant. Ich dachte gerade automatisch an den Spruch, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Wieso? Na, er ist der Koch, aber sie weiß doch, dass die alle da nicht kochen können. Sobald wir fertig waren, würde ich mich für diesen Tipp bei ihm bedanken. Wir setzen unsere Arbeit fort, bis der letzte Angriff getan war. Ich war wirklich stolz auf das Ergebnis, das ziemlich genau dem entsprach, was ich hatte erreichen wollen. Wir wuschen und verräumten alle Hilfsmittel, dann begaben wir uns zu Tisch. Ich nutzte den kurzen Imbiss, um Nefra zu fragen, warum hier niemand Ahnung vom Kochen hatte. Oder ob sie denn keine Kochbücher besaßen. Na, wenn sie schon in unserer Welt alles stohlen, dann konnten sie doch auch Kochbücher stehlen. Durch ihn erfuhr ich, dass Eldarias gesammeltes Wissen über die Kunst des Kochens beim Einsturz einer der größten Bibliotheken des Landes verloren gegangen war. Oha, zahlreiche Kochbücher waren dabei vernichtet worden. Seit dieser Zeit bezogen die Einwohner ihr ganzes Wissen aus Rezepten, die die Menschen ihnen über die Jahrhunderte hinweg zukommen ließen. Meistens extrem simple Gerichte ohne besondere Extras. Okay. Er erklärte mir auch, dass Garuto unter den gegebenen Umständen, ganz ohne Ausbildung oder Kenntnisse der Materie, ein ausgezeichneter Koch war. Er bemühte sich stets, vom ganzen Herzen neue Lebensmittel auszuprobieren und Rezepte zu verfeinern. Ich verstand nun besser, dass er ohne Basiswissen der Sorte, wie man Kartoffeln kocht, nicht weit kommen konnte. Ich glaube, er könnte richtig gut werden, wenn er die Basics kennen würde. Ohne jeden Zweifel. Zwischen zwei Tobsuchtanfällen hat er mir einen echt guten Rat gegeben. Haha, das sieht Karuto ähnlich. Erinnert mich ein bisschen an Georgian Ramsay, wer auch immer das sein mag. An wen? Einen sehr berühmten Koch aus meiner Welt. Er regt sich ständig über alles und jeden auf. Dafür ist er regelrecht berüchtigt. Und die Leute gehorchen ihm? Er ist äußerst charismatisch und hat sich als Koch einen Namen gemacht. Von daher, natürlich. Okay. Ich kenne aber auch eine, die auf diesem Gebiet einiges drauf hat. Hä? Ich habe von dir geredet. Oh, das war ja nichts Besonderes. Machst du Witze? Das war köstlich. Das Fleisch ist exzellent. Ich wünschte nur, es wäre blutiger, durch, roh. Hä? Ich wünsche, es war exzellent, aber. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, blutiger jetzt nicht. Oder doch? Gerade weil er ein Vampir ist, ist das jetzt so ein. Also, meine erste Assoziation war wirklich roh, weil irgendwie denke ich, blutiger würden wir ihm wieder so aufs Korn gehen. Oder wie man das auch sagt, weil eben hatten wir ja schon die Diskussion. Wir haben das mit dem Vampir und Blut und so durch, also. Und irgendwie roh passt irgendwie zu einem Vampir, keine Ahnung, ich weiß nicht. Roh? Ja, wie jetzt, das ist richtig? Ja, um ehrlich zu sein. Oh, tut mir leid. Aber das war bei dieser Zubereitungsart nicht möglich. Ist nicht schlimm, ich bin davon trotzdem satt geworden. Es erstaunte mich, dass er rohes Fleisch blutig bevorzog. Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht sagen, wie sehr es mich selbst überrascht. Aber ich mag weder noch, also keine Ahnung. Kann ich da nicht mitreden. Ich hatte keinen Hunger mehr, doch es waren noch einige Ofenkartoffeln übrig geblieben. Eigentlich sollte ich Miiko und Ramon welche vorbeibringen, für alles, was sie für mich getan hatten. Zudem konnte ich nicht ganz leugnen, dass ich die beiden etwas beeindrucken wollte.
Auch Garuto durfte ich nicht vergessen. Ich vergaß auch nicht, Garuto eine Portion zu bringen. Er nahm sie widerwillig entgegen, versprach mir jedoch wenigstens davon zu kosten, um mir einen Gefallen zu tun. Dann wollen wir mal sehen. Er nahm ein Bissen. Ungeduldig wartete ich auf seine Reaktion. Ganz gleich, was ich von seinem Essen hielt, ich verspürte doch das dringende Bedürfnis nach seiner Anerkennung. Oh, oh nein! Er zog eine Grimasse. Genau wie ich vermutet hatte. Es schmeckt absolut scheußlich. Tut mir echt leid. Ich wollte den Teller zurücknehmen und das Essen wegwerfen. Was? Nein, lass gut sein. Ich kümmere mich darum. Ich finde jemanden, der das wegräumt. Na schön. Ich werd enttäuscht. Ich würde trotzdem Miiko und Ramon nach ihrer Meinung fragen. Was hat Garuto für ein Problem? Oder ist er hier das typische Beispiel mit, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht und das mag er auch nicht? Ramon, da bist du ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, Überraschung? Für Ramon? Er ist so süß, ich weiß nicht. Ja, ich habe mit Nefra was zu essen gekocht und habe dir etwas aufgehoben. Ramon lieben Essen, Ramon froh. Ich reichte ihm den Teller, er schnüffelte und zog ein merkwürdiges Gesicht. Wir sind ja nicht nett. Hä? Er nicht essen Fleisch? Oh, wie süß. Ich nicht essen Fleisch. Ach nein, so ein Mist, davon hatte ich keine Ahnung. Tut mir leid, Ramon. Mist, noch ein Reinfall. Hoffentlich klappt es bei Miiko. Nein, ich will gar nicht erst zu Miiko gehen. Nach zwei Reihenfällen kann der dritte... Nein, auch wenn alle guten Dinge drei sind. Nein, ich will nicht zu Miiko. Wenigstens finde ich sie sofort. Was machst du hier? Naja, ich wollte... Sie reckte die Nase in die Luft. Irgendwas riecht gut. Was hältst du da in den Händen? Sie pirschte sich an mich heran. Like a fox? Ich wollte dich gerade fragen, ob du etwas davon willst. Das sind Ofenkartoffeln. Ich habe sie mit Nefra zusammen gemacht. Soll das heißen, ich kann das essen? Aber ja. Also sind vielleicht alle guten Dinge doch drei. Sie lehnte sich gegen das Geländer, das um den Mittelpunkt des Saals verlief, und begann von dem Teller zu naschen. Ich sah, wie sich ihre Augen langsam weiteten. Magst du es nicht? Nein, es ist super lecker. Sie sprach mit vollem Mund. Ehrlich, der Hammer. Puh, es schmeckt dir also. Freut mich, dass es dir so schmeckt. Das ist wirklich gut. Hat Garuto dir geholfen? Ich muss zugeben, er hat mir geraten, eine Zutat hinzuzufügen, die den Geschmack noch verbessert hat. Ich lasse dich dann mal in Ruhe zu Ende essen. Danke, Yesenia. Das wäre erledigt. Ich sollte mal an die frische Luft gehen. Ich glaube, das wäre auch das Nächste, was ich getan hätte. Herr Sarel! Oh, es ist lange her, dass ich deine unerträgliche nasale Stimme zum letzten Mal gehört habe. Ich spreche nicht nasal. Oh doch, das tust du, unter anderem. Meine Stimme klingt ganz anders. So, wie klingt sie denn? Eher tief, denke ich. Ziemlich hell, würde ich sagen. Schon gut, ich hab nichts gesagt. Sie ist nasal. Sie ist nur nasal, wenn ich erkältet bin, okay? Also, von mir persönlich würde ich sagen, eher tief. Ich glaube, ich habe eine eher tiefe Stimme. Korrigiert mich, schlagt mich, wenn ich falsch liege. Aber ich persönlich finde das so. Hell sowieso nicht. Außer ich quietsche ein bisschen rum, was ich recht häufig tue, weil ich mich sehr schnell aufrege. Und eigentlich ist es scheißegal, was ich antworte, weil ich ja eh ein Replay mache. Und es dann egal ist, wie die Lobometer sind, weil die sich eh wieder zurücksetzen.
Also von dieser unerträglichen Nervensäge der Gardi würde ich sagen, ziemlich hell, würde ich sagen. Evelyn hat eine zarte, helle Stimme. Ich könnte ihr stundenlang zuhören, aber dir nicht. Oha, wie nett. Wenn das so ist, sollte ich wohl besser still sein. Valkyria hat eine zarte, helle Stimme. Hey, Valkyria, Ezreal kann dir stundenlang zuhören. Wie nett. Achso, sollte ich besser still sein. Armes, kleines Bichon. Ich glaube, das war nicht das Richtige. Wollen wir mal schauen? Es ist runtergegangen. Scheiße. Ich wollte eigentlich eher tief nehmen, aber ich weiß jetzt wenigstens, was das Negative ist. Dann kann ich es im Replay nicht falsch machen. Finde ich Valkyr noch vorher irgendwie? Aber ich will jetzt nicht noch mehr Mana verschwenden. Komm, wir machen einen Spaziergang, und gehen ein bisschen Mana verschwenden, Ich will nicht rausgehen. Was soll ich draußen? Ich will draußen nichts. Nimm dir ein bisschen Zeit für dich und mache einen Spaziergang durch die Gärten. Ich heule hier gleich los. Are you fucking kidding me? Oh, kommt schon. Das ist nicht lustig, dass ich niemanden finde. Mache einen Spaziergang durch Gärten. Ich soll also draußen bleiben. Ich verstehe auch nicht, wie man nicht beim ersten Mal, wenn man draußen ist, jemanden finden kann. Wieso, wenn man in den richtigen Raum geht, warum die nicht einfach beim ersten Mal schon da sind? Wie Valkyrie zum Beispiel. Ich bin jetzt beim dritten Mal da und beim dritten Mal ist Valkyrie da. Wieso hätte es nicht auch schon beim ersten Mal so sein können? Jetzt hätte ich mir bestimmt, keine Ahnung, 100, 200, nein, 200 wahrscheinlich, obwohl doch, 200 bestimmte Mana ersparen können. Mann. Hallo Valkyrie. Oh, jetzt sind wir. Du siehst gut aus. What? Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich schnappe ein bisschen frische Luft. Das braucht es manchmal. Erfrischt den Geist. Sag mal, ich hätte da eine Frage. Darf ich sie stellen? Du musst auch nicht darauf antworten, wenn du nicht magst. Nur zu. Hast du lange gebraucht, um dich zu beweisen? Mich zu beweisen? Ja, als vollwertiges Gardenmitglied. Ein Weilchen schon. Ach, ehrlich? Und wieso? Das hatte verschiedene Gründe. Sie kannten mich nicht, weder mein Charakter noch meine Herkunft. Von daher verstehe ich, dass sie mir misstrauten. Ja, aber du bist so stark. Schon alleine deswegen müssen sie dir abgefahrene Aufträge gegeben haben. Absolut nicht. Sie waren auch ziemlich bedeutungslos. Das überrascht mich. Das ist doch dumm. Das ist aber schade. Das überrascht mich. Mich nicht. Sie, wie schon gesagt, sie hatten noch kein Vertrauen in mich. Aber wenn ich dich so ansehe, fühle ich mich vollkommen sicher. Danke. Okay, mein Spaziergang war so lange, bis ich Valkyrie traf. Das spricht für ihn. Ich glaube, mein Spaziergang war lang genug, eindeutig. Vielleicht sollte ich eine Pause... Oh! Hey, was machst du hier denn? Oh, ich bin nur etwas spazieren gegangen, da ich im Augenblick nichts zu tun habe. Und du? Ich gehe kaum aus dem Weg. Ach echt? Habt ihr euch gestritten? Nein, er hat von dem Verweis erfahren und gibt mir die Schuld daran. Oh, darum ist er so mies gelaunt. Oh, kann ich bitte mein Wölfchen drücken? Ich glaube, ich komme nicht ganz mit. Die hatten so eine viel längere Leitung als ich. Das ist ja echt unglaublich. Erinnert mich echt an die Sue aus Itamoris. Naja, Chrome hat einen Verweis erhalten für das, was bei eurer Mission passiert ist. Er ist für eine gewisse Zeit suspendiert. Und wenn er sich nochmal einen Fehler erlaubt, fliegt er. Wie bitte? Was soll das heißen, er fliegt?
Na, wenn er weiterhin missbaut, dann wirft man ihn aus der Garde. Aber das ist doch nicht seine Schuld. Ich bin genauso verantwortlich. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Wenn schon, dann Miko. Glaub mir, das werde ich.